Wir von Gut Eiderbichl haben da eine Kooperation mit der Hendorfer Jägerschaft. Also wir haben heute um 9 Uhr eine größere Fläche zum Mähen. Da wird mit der Drohne über die Flächen drüber geflogen. Und wir schauen, dass wir eben um 4:30 Uhr, wenn es halt hell wird, starten wir mit dieser Wärmebildkamera. Dass sämtliche Wildtiere, zum Beispiel Rehkitze, die was noch immobil sind, oder Hasen, dass wir die Sicherheit haben, also dass auf diesen Flächen sich auch keine Wildtiere mehr befinden. Wir sind da eine Mannschaft mit 6, 7 Leuten, die was dann durch das hohe Gras da durchgehen. Das Reh wird geortet sozusagen von der Drohne, das ein bisschen umkreist durch die Leute. Das Reh wird dann geschaut, dass wir es, dass wir habhaft werden, dass wir es fangen können, kommt dann in einen Behälter rein und wenn der Bauer oder die Landwirte dann gemäht haben, dann wird es wieder auslassen und die Muttertiere können sich wieder um die Jungen dann kümmern. Und zusätzlich haben wir dann auf den Mähgeräten auch noch Wildhörner, die was einen gewissen Dann ausstoßen. Dann wird es natürlich noch am Mähen 1 bis 2 Mal gewendet. Die Sonne tut ihr Übrigstes und jetzt haben wir in allerbester Qualität Heu für unsere Tiere. Das ist jetzt gerade pressfrisch, kommt direkt aus der Presse. Man sieht es hier nicht zu fest gepresst, dann haben wir nicht das Problem, dass es vielleicht zu heiß wird und dass zu viel Luftfeuchtigkeit hat. Wir messen jeden Ball. Jeder Ball wird dann mit einer Marke wird dann versehen. Und so können wir dann nachvollziehen, auch für unsere Qualitätssicherung, wie ist das Heu an diesem Standort, zu welcher Jahreszeit und zu welcher Qualität, wie hat es damals ausgesehen. Wir haben heute Normwerte um 12 bis 15% Feuchtigkeit im Ballen und die Temperaturen jetzt nach dem Pressen sind so zwischen 25 und 30 Grad. Also wir können nur froh und dankbar sein. Alles bestens. Allerbestes Futter und Heu für unsere Tiere.